Ich werde versuchen, heute ein bisschen zu den Basics des Klimasystems und warum wir sozusagen von dem anthropogenen Klimawandel sprechen, ein bisschen was zu bringen. Und inhaltlich geht es darum, diese Basisinformationen zum anthropogenen Klimawandel ein bisschen auf den Punkt zu bringen, den Treibhauseffekt noch einmal ein bisschen schnell zu erklären, auch ein bisschen die Diskussion. Was können unsere Klimamodelle und auch etwas, was sehr wichtig ist, eben auch da, wo wir noch nicht wissen, wie es wirklich weitergeht, etwas zu den sogenannten Tipping Points, den Kipppunkten, die es im Klimasystem leider gibt, ein paar Sachen bringen. Das sind auch eben oft auch Punkte, die von Klimaleugnern und Klimaskeptikern immer gerne aufgegriffen werden und hier, wo hier versucht wird, Unsicherheit und Zweifel zu sehen. Und da möchte ich Ihnen noch ein paar sozusagen Hinweise geben, wie man mit diesen Argumenten letztlich auch umgehen kann. Das Thema Klimawandel wird uns sicher wieder einholen. Es ist jetzt verdrängt von anderen Problemen, die wir haben, die wir alle kennen. Natürlich leider läuft im Hintergrund der Klimawandel weiter und die Probleme werden sehr schlagend werden, wenn die anderen Krisen wahrscheinlich absehbar in einiger Zeit vorbei sein werden. Umso schlimmer werden dann sozusagen die Folgen des Klimawandels auch wieder kommen. Und daher ist auch wichtig, dass das Thema möglichst breit auch jetzt, wo es nicht Top-Thema ist, weiter betrieben wird. Und gerade hier als Multiplikatoren haben da eine extrem wichtige Rolle. Und wir natürlich auf der Uni auch. Und ich versuche dem halt, so weit es halt geht, auch gerecht zu werden. Diese Skeptik-Argumente kommen immer wieder heraus und ich werde versuchen, da auch ein bisschen einzugehen. Eins, das immer so nett daherkommt, ist, das Klima hat schon immer geschwankt, daher kann es ja gar nicht schlimmer sein. Oder auch die Erde erwärmt sich gar nicht mehr oder nicht direkt sozusagen wie die Treibhausgase. Das war bis vor einigen Jahren ein sehr massiv verwendetes Argument, bevor jetzt der IPCC-Bericht herausgekommen ist. Und dann auch, was immer sehr oft verwendet wird, auch immer noch verwendet wird, ist die Sonnenaktivität ist eigentlich der Treiber für den Klimawandel und nicht der Mensch. Das sind so die klassischen Argumente und da werde ich versuchen, auch ein paar Antworten zu geben, wie man damit umgeht. Hier noch ein paar bisschen Physik als Hintergrund, aber nur ein paar Basics. Was ist das Wesentliche am Treibhauseffekt? Wir haben zwei Prozesse. Eine Geschichte ist, dass wir zwei Energieflüsse in elektromagnetischer Strahlungsform haben. Der eine kommt von der Sonne. Und der andere ist die Abstrahlung von der Erde. Und diese Abstrahlungsprozesse sind temperaturgesteuert, über die Stefan-Boltzmann-Gesetze, über die Energie und über die Planck-Kurven. Und in dieser Darstellung sieht man hier das Spektrum, in dem die Sonne abstrahlt. Und das ist eben ein sehr kurzwelliges Spektrum, mit einem Maximum im sichtbaren Bereich zwischen 400 und 700 Nanometer. Und die Erde, die ist deutlich kühler wie die Sonne, die hat so irgendwo zwischen 210 und 310 Kelvin. Das ist ungefähr zwischen minus 60 und plus 40 Grad Celsius und strahlt dadurch in einem deutlich langwelligeren Bereich. Und das sind diese Kurven, die man hier sieht. Diese Kurven sind die rein sozusagen Schwarzkörperstrahlung aufgrund der Temperatur, die der Körper abstrahlen sollte. Und diese flächigen Darstellungen sind die Anteile, die von dieser Strahlung durch die Atmosphäre durchgehen. Also das heißt also, man kann sich so vorstellen, diese rote Linie ist die Strahlung, die bei der Erde ankommt, außerhalb der Atmosphäre. Und die flächige Strahlung ist die Energie, die am Boden ankommt, nachdem das Ganze durch die Atmosphäre durchgegangen ist. Bei der Erde ist es umgekehrt. Die Linien sind das, was die Erde am Boden abstrahlt. Und das Flächige ist das, was die Satelliten am Ende außerhalb der Atmosphäre messen, was in den Orbit hinausgeht. Und da sieht man, dass man Teile absorbiert werden. Also die Erdatmosphäre ist großteils transparent für die Strahlung der Sonne. Die Sonne kann hereinkommen. Nur die ganz harte Strahlung im kurzen Spektrum wird Gott sei Dank von hauptsächlich Ozon, da sieht man hier unten sieht man, welche Gase hier absorbieren und die Energie aufnehmen. Die ganz kurzwellige Strahlung wird eben von Ozon und der Ozonschicht und von Sauerstoff absorbiert. Das ist ganz wichtig, weil das Leben auf der Erde ist im Wasser entstanden und verträgt, die Zellen vertragen diese harte Strahlung nicht.
Das heißt, wenn das nicht, wenn dieses, hier diese Absorption nicht wäre, wäre Leben in der Art auch bei uns nicht möglich, dann müsste man anders gebaut sein. Und das Problem der Ozonschicht oder Reduzierung haben Sie ja sicher auch alle gehört. Aber im Hauptspektrum, wo die Sonne die meiste Energie abschickt und wo die meisten Photonen bei uns ankommen, da ist die Atmosphäre transparent. Und erst im langwelligen Bereich, also im nahen Infrarot, wo wir das nicht mehr sehen, beginnt Wasserdampf zu absorbieren. Und das ist eben der zweite Prozess, der hier relevant ist für diese Treibhause, diesen Treibhauseffekt. Gase können nur in bestimmten Wellenlängenbereichen Energie aufnehmen und abgeben. Und zwar sind das die gleichen Wellenlängenbereiche, oder wo sie absorbieren können, emittieren sie auch. Und wo das ist eine ganz spezielle Eigenschaft des jeweiligen Gases oder des jeweiligen Moleküls. Und das wird zum Beispiel auch in der Gasspektrometrie, wird das überhaupt verwendet, um eben chemische Analysen durchzuführen. Da werden genau diese Absorptionsbanden, die Fraunhofer Linien verwendet, um hier zu bestimmen, aus welchen Materialien etwas besteht. Das sind so faktisch Eigenschaften von den Gasen. Und Gase, die in dem Wellenlängenbereich absorbieren, wo die Erde Energie abstrahlt, und das ist irgendwo von 5 Mikrometer bis 50 Mikrometer, mit einer Hauptabstrahlung bei 10 Mikrometer, da unten ist die Wellenlänge, die nennt man Treibhausgase, weil die eben diese Energie, die Erde abstrahlt, aufnehmen und dann wieder in alle Richtungen abgeben und damit auch teilweise zurück auf die Erde. Diese Gase, die in dem Bereich absorbieren können, müssen mehrere Atome haben, 3 Atome oder mehr. Und dann sind sie in der Lage oder können sie eben absorbieren. Und das wichtigste derartige Treibhausgas ist Wasserdampf. Also man sieht hier die Absorptionsbanden von Wasserdampf, also wo grau ist, wo der ganze Bereich grau ist, dann wird 100% von Wasserdampf absorbiert. Und wo weiß ist, wird zum Teil durchgelassen. Und man sieht hier, dass hier Wasserdampf praktisch im ganzen Bereich, wo die Erde abstrahlt, absorbiert, mit einer kleinen Ausnahme, nämlich genau, wo dieses, auch das Maximum der Erdabstrahlung stattfindet, so um 10 Mikrometern, gibt es einen Bereich, wo Wasserdampf nicht absorbiert. Und da kann auch eben Energie von Erdboden direkt in den Orbit abstrahlen. Und da geht auch die Hauptenergie raus, das ist diese flächige Darstellung. Und da kommen dann die anderen Treibhausgase ins Spiel. Und da ist das Wichtige mit Kohlendioxid. Man sieht hier Kohlendioxid oder auch hier Methan, haben Absorptionsbanden in Bereichen, wo die Erde abstrahlt, relevant, aber eben Wasserdampf nicht absorbiert. Und dann, das ist dann sozusagen, dann können sie zusätzliche Energie in das Klimasystem hinein liefern, weil eben diese Abstrahlung von der Erde verhindert wird. Die Moleküle nehmen die Energie auf, wandeln sie teilweise in Wärme um, geben sie dann als Strahlung wieder ab und dann eben auch wieder in alle Richtungen und damit auch wieder teilweise zurück auf die Erde. Also diese zwei Prozesse, die Strahlungseigenschaften der Atmosphäre und auf der anderen Seite die Schwarzkörperstrahlung aufgrund der Temperatur, sind die beiden Prozesse, die hier relevant sind. Der Treibhauseffekt ist auch etwas, was extrem wichtig ist für unser Leben, also speziell Wasserdampf. Wenn es den Treibhauseffekt nicht gäbe, wie es immer wieder Klimaleugner behaupten, dann wäre es auf der Erde ungefähr 33 Grad kälter und die Mitteltemperatur wäre irgendwo bei minus 18 Grad anstatt bei plus 15. Und auch ein Leben, wie wir es kennen, wäre auf der Erde nicht möglich. Diese Prozesse, die man da jetzt hier sehen, also einerseits die Absorptionseigenschaften von Gasen und andererseits die ganze Schwarzkörperstrahlung von Stefan Boltzmann bis Planck, das ist Physik und Chemie des 19. Jahrhunderts, also das wissen wir eigentlich alle schon sehr lange, dass man auch immer teilweise darüber argumentieren muss, aus wissenschaftlicher Sicht ist eigentlich schon eine Farce, oder? Das ist ähnlich wie wenn man noch immer diskutieren müssen, ob die Erde eine Scheibe ist oder nicht, aber anscheinend gelingt es trotzdem immer Klimaskeptiker doch noch gewisse Menschen zu erreichen und zu verunsichern. Gut, wo wir das ganze Treibhauseffekt hier relevant wird, ist, wenn man die Energiebilanz der Erde anschaut. Die Erde ist als solches ein abgeschlossenes System, bekommt Energie von der Sonne und die Sonnenenergie ist die einzige Energie, die
die relevant ist für das Klimasystem und liefert die gesamte Energie. Davon wird ein Drittel ungefähr wird reflektiert und kommt gar nicht dem Klimasystem zugute, also wird gar nicht in andere Energieformen umgewandelt. Der Rest wird großteils eben auf die Erdoberfläche absorbiert. Ein bisschen geht in Richtung fühlbaren Wärmestrom und latenten Wärmestrom, also durch den hydrologischen Zyklus. Aber der Großteil wird eben in Strahlung umgewandelt aufgrund der Temperatur der Erdoberfläche. Der Boden strahlt in Richtung Weltraum ungefähr 390 Watt ab. Und grob 10% gehen direkt durch diese, wo sozusagen keine Treibhausgase absorbieren. Der Großteil wird aber eben hauptsächlich von Wasserdampf und den anderen Treibhausgasen absorbiert und dann wird in alle Richtungen emittiert und damit auch zurück. Und das ist die sogenannte Rückstrahlung, Backradiation auf Englisch. Und in diesem Spiel hinein, da wird sozusagen hier, da wirkt der Treibhauseffekt. Hier erhöhen wir mit dem Einbringen von Treibhausgasen, die in Bereichen absorbieren, wo im Wasserdampf nicht absorbiert, zusätzliche Energie in das Klimasystem. Also das ist hier da, wo wirklich der Mensch eingreift. Und wenn man es jetzt vergleicht, dann wird durch die zusätzlichen Treibhausgase, die wir bisher in die Atmosphäre eingebracht haben, seit der industriellen Revolution, hat diese Rückstrahlung in ungefähr 3 Watt zugenommen. Also es wird einfach dem Klimasystem mehr Energie zur Verfügung gestellt. Und natürlich, wenn ich jetzt permanent hier mehr Energie in diesen unteren Bereich der Atmosphäre hineinbringen, muss ich hier eine neue Gleichgewichtstemperatur einstellen. Weil wenn ich einem System permanent Energie zuführe, dann muss es sich erwärmen. Das geht nicht anders, das würde physikalisch anders nicht funktionieren. Und das gilt eben für den unteren Teil der Atmosphäre und der Erdoberfläche. Im oberen Bereich ist es sozusagen langfristig gesehen ausgeglichen, die Bilanz zwischen dem, was hereinkommt und herausgeht. Jetzt in der Phase der Erwärmung ist natürlich eine gewisse Imbalance da. Also erst wenn hier die Erwärmung da vollständig nachgezogen hat, wird wieder eine Gleichgewicht in der Strahlungsbilanz auch an der Oberrand der Atmosphäre gegeben sein. Aber dann muss sich eben erst wieder eine Gleichgewichtstemperatur hineinbegeben, die dann aber eben höher ist, wenn das Treibhausniveau höher ist. Und eben in diesem Prozess hier greift eben der Mensch ein. Und das kann man relativ genau bestimmen, weil wir natürlich die Treibhausgase in der Atmosphäre, die Konzentrationen sehr genau messen können. Das ist überhaupt kein Problem von der Messtechnik her. Und diese Gase, speziell CO2, Methan und Lachgas, die wichtigsten, sind auch sehr langlebig und sind dadurch auch sehr gut durchmischt. Und damit kann man auch mit einigen Messpunkten auf der Erde relativ genau bestimmen, wie viel Gas gibt es überall. Wir können auch zurückdatieren, wie die Konzentrationen früher waren, weil eben in den Eiskernen Luft eingeschlossen ist und diese Luftblasen reichen aus, um hier die Konzentrationen zu bestimmen. Und da sieht man hier einen Eisbergkern von der Antarktis. Man kann die letzten 600.000 Jahre zurück, sieht man, diese rote Kurve ist CO2, ein Auf und Ab dieser Kurven, und zwar hat man immer einen Bereich zwischen 280 ppm und 180 ppm, in dem sich diese Kurve belegt in den letzten 600.000 Jahren. Und zwar immer so, dass während der Warmphasen, da sieht man die Temperaturrekonstruktionen, da sieht man die glaziale und interglaziale, die wir hier erleben im Eiszeitalter, in dem wir uns gerade befinden. Und während dieser glazialen, also der Kaltphasen, ist die CO2-Konzentration bei 180 ppm ungefähr und während der Warmphasen bei 280 ppm. Das ist auch ein Rückkopplungsprozess, weil eben die Ozeane das CO2 lösen können, und zwar in Abhängigkeit zur Temperatur, und zwar je wärmer, umso weniger. Und wenn sozusagen durch die Erwärmung in den Warmphasen die Meerestemperatur steigt, wird CO2 freigesetzt und die Konzentrationen steigen. Und das führt eben auch zu einer weiteren Erwärmung. Warum sich dann bisher immer sozusagen bei 280 ppm wieder stabilisiert hat, ist sozusagen hängt zusammen mit diesen zyklischen Veränderungen, die wir im Eiszeitalter, in dem wir uns befinden, sehen. Auch bei Methan
der blauen Kurve oder Lachgas sieht man hier, Lachgas ist schwerer zu rekonstruieren, sieht man hier ein relativ konstantes Niveau mit gewissen Auf und Abs auch bei Methan in Abhängigkeit zur Temperatur und dann hier den markanten Anstieg in den letzten praktisch ein paar Jahrzehnten eigentlich, also seit dem Zweiten Weltkrieg, das ist der Großteil dieses Anstiegs zu beobachten und wo wir uns weit aus diesem Bereich hinausbegeben, indem wir natürlich in dem Eiszeitalter bisher erlebt haben. Und wenn wir sich jetzt anschauen, die berühmte Keeling-Kurve aus Hawaii, wir sind jetzt schon bei über 410 ppm. Das heißt, wir haben bald die natürliche Maximalwert während der Warmphasen um 50% erhöht. Das haben wir jetzt, werden wir nächstes Jahr, übernächstes Jahr schaffen. Wir haben einen Anstieg von 2,5 ppm ungefähr pro Jahr derzeit in der Konzentration in der Atmosphäre. Und das führt natürlich dazu, dass permanent immer mehr Energie im Klimasystem zugeführt wird. Das wird auch immer von Klimaskeptikern gesagt, der CO2 ist nahe der Sättigung. Wir wissen, dass beim Wasserdampf eine gewisse Sättigung da ist. Ein Mehr an Wasserdampf führt zu keiner zusätzlichen Erwärmung, weil ja schon alle Strahlung in diesem Bereich, wo Wasserdampf absorbiert wird. Und da kommt auch immer von den Klimaskeptikern, ja, da beim CO2 gibt es auch eine Sättigung. Das macht jetzt auch nicht mehr viel, wenn man da ist schon so viel drinnen, wenn es mehr wird, macht es auch nichts. Und das ist eine Darstellung, die man mit Strahlungsmodellen nachrechnen kann. Wenn es kein CO2 in der Atmosphäre gäbe, wäre die atmosphärische Gegenstrahlung bei 265 Watt pro Quadratmeter, das ist die Fläche unter dieser Kurve, bei den aktuell normalen vorindustriellen CO2-Konzentrationen liegt sie bei 287 Watt pro Quadratmeter, sieht man, dass im CO2 liefert einen zusätzlichen Strahlungsantrieb von 0 bis 280 ppm von ungefähr 24, 23 Watt pro Quadratmetern, CO2 180 ppm auf 560 ppm verdoppelt, wird dann nur mehr eine Gegenstrahlung von 290 Watt pro Quadratmeter zusätzlich 3 generiert und das wird von Klimaskeptikern immer gesagt, ja, diese zusätzlichen 3 Watt, das sind ja nichts im Vergleich mit dem, was er sonst gemacht hat, also vorher waren es 23 Watt, man ist nahe einer Sättigung, und daher ist das kein Problem. Das ist eine klassische Methodik auch von Klimaskeptikern. Sie sagen etwas, was nicht ist, und ziehen total falsche Schlüsse daraus. Das ist etwas, was ganz gut funktioniert. Das ist richtig. Also das ist nicht die gleiche Wirkung. Natürlich kommt es zu einer gewissen Sättigung, aber diese 3 Watt pro Quadratmeter sind genau das Problem, das wir haben. Diese 3 Watt pro Quadratmeter reichen aus, um hier unser Klimasystem letztlich ins Kippen zu bringen, weil das ein permanent steigender Energiefluss ist, der in das Klimasystem hineinführt. Und weil eben CO2 nicht nur das einzige Treibhausgas ist, das wir verändern, das ist CO2 ist ungefähr für 60% des anthropogenen Treibhauseffekts verantwortlich. Und das sieht man, wenn man das dann zusammenstellt, wenn man das jetzt so verdoppelt, dann landet man letztlich irgendwo bei 5 Watt zusätzlich oder 6 Watt zusätzlich. Und das, wenn das lang genug wirkt, reicht bei weitem aus, unser Klimasystem aus dem Gleichgewicht hinauszubringen. Diese verbleibenden 3%, 3 Watt sind das Problem, über das wir eigentlich reden. Hier sieht man auch ein bisschen die Verteilung der Gase. Die schwankt natürlich, weil die Emissionen ändern sich ja sehr rasch. Das ist eine Abbildung aus dem Jahr 2010. Um die 60% ist im CO2. Methan ist zwischen 15% und 20%. Lachgas, das hauptsächlich aus der Landwirtschaft kommt, durch die Düngung, liegt bei 5-6%. Dann gibt es noch technische Gase, die fluorierten Kohlenwasserstoffe. Die FCKWs, die Ozonschicht angegriffen haben, ersetzen, sind zwar sehr geringen Mengen noch vorhanden, aber haben extrem hohes Wirkung, weil sie extrem langlebig sind und weil sie genau in Bereichen absorbieren, wo sonst gar nichts absorbiert. Und da ist man auch schon die 10%, wenn diese Gase beitragen. Also das ist eben, wir sprechen immer vom anthropogenen, verstärkten Treibhauseffekt.
der Treibhauseffekt als solches ist natürlich etwas Positives, etwas ganz, ganz Wichtiges auch für unseren Planeten zum Leben. Aber eben diese anthropogene Verstärkung des Treibhauseffekts führt dazu, dass mehr Energie in das Klimasystem hineinkommt und das Klima dadurch reagieren muss. Gut, ich komme jetzt auch zum Klimamodellierung. Also wir wissen relativ gut über diese Messungen der Treibhausgaskonzentrationen, wie sich der Energiefluss in das Klimasystem hinein verändert. Also das kann man allein durch die Messungen recht gut herausarbeiten. Die Frage ist nun, und das ist die große Frage, was macht unser Klimasystem mit diesen zusätzlichen Energie? Was wird damit gemacht? Welche Wechselwirkungen spielen dann eine Rolle? Und auch ganz wichtig, welche Rückkopplungsprozesse werden damit in Gang gesetzt? Das Klima, unser Klimasystem ist natürlich eine Wechselwirkung aus vielen Prozessen. Also nicht nur das Wetter, was man immer so schön sagt, sondern es ist die Wechselwirkung aller atmosphärischen Vorgänge mit der Biosphäre, mit den Landmassen, mit den Ozeanen. Und hier werden zwischen all diesen Sphären Energie ausgetauscht, werden Massenflüsse in erster Linie Wasser natürlich, also Wasserkreislauf, aber auch der Kohlenstoffkreislauf ist ein wichtiger Faktor, der hier eine Rolle spielt, werden hier Flüsse ausgetauscht und das Problem dabei ist, diese verschiedenen Sphären haben unterschiedliche Reaktionszeiten, die Atmosphäre ist sehr rasch, Landmassen sind relativ träge, das heißt, wir haben Prozesse auf verschiedensten Zeitskalen, die hier am Werken sind, und die aber alle klimatisch relevant sein können. Und in das System hinein agiert dann auch der Mensch mit seinen Veränderungen, sei es jetzt die Veränderung der Landnutzung und damit die Auswirkung der Kohlenstoffspeicherung oder auch Veränderung der Reflexionseigenschaften oder eben der Treibhausgase, wo wir die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre verändern. Und alle diese Prozesse müssen, wenn wir den Klima Wechselwirkungen abbilden wollen, auch in unseren Modellen letztlich abgebildet sein. Und da hat es natürlich eine lange Entwicklung gegeben in den letzten Jahrzehnten. Und das muss auch ein bisschen differenzieren, wenn man, es kommt ja auch immer von Klimaskeptikern, das Klima hat sich schon immer geändert. Auf verschiedenen Zeitskalen haben andere Prozesse eine Rolle gespielt und haben das Klima modifiziert. Und wenn man jetzt 500 Millionen Jahre oder so zurückblickt, dann sind andere Prozesse relevant, wie wenn man jetzt 500 Jahre in die Zukunft schaut. Wir haben eben Sachen wie die Alterung der Sonne. Die Sonne wird derzeit immer heißer, also wird noch lange heißer werden und in 5 Milliarden Jahren wird die Erde ein Teil der Sonne sein. Aber natürlich die Zeitskala, wo sich da was bewegt, ist Millionen von Jahren. Auch die Landmehrverteilung spielt eine Rolle. Wir sind unter anderem deswegen in meinem Eiszeitalter, weil jetzt auf einem Südpol die Antarktis liegt und der ein Kontinent ist, der vereisen kann und damit viel Energie im Sommer, in der Sommerzeit auf der Polregion die Energie reflektiert und nicht absorbiert. Wir haben orbitale Schwankungen, die sogenannten Milankovitch-Zyklen, die hier mit einer Periodizität von 10 bis 100.000 Jahren die Energie-Input in das Klimasystem modifizieren. Und dann haben wir auch atmosphärische Zusammensetzungen. Wir hatten mal eine Atmosphäre, die war rein aus Kohlendioxid. Das Leben hat dann den Sauerstoff da hineingebracht. Also wir haben auch natürliche Prozesse, die hier die Atmosphärenzusammensetzung verändern, aber auch das sind eher langfristige Prozesse, aber mit unseren Emissionen haben wir es geschafft, hier in 10 Jahren, in 100 Jahren hier Veränderungen zu bewirken, die relevant sind. Andere Prozesse, die auch wechselwirken, sind zum Beispiel die die Kryosphäre, die Eismassen. Da hat man einerseits den saisonalen Zyklus der Schnees, aber wir haben auch die langfristigen Reaktionen der Eisschilde. Nur zur Erinnerung, zum letzten Höhepunkt der Kaltphase vor 15.000 Jahren gab es ein Eisschild über Eurasien, das bis Berlin runterreichte, oder auch in Nordamerika gab es ein Eisschild, wo ganz Kanada unter Eis gelegen ist und das Eisschild hat bis zu den großen Great Lakes gereicht. Und das sind Eismassen, die brauchen natürlich dann wieder tausende Jahre, bis sie dann wieder wegschmelzen oder sich aufbauen.
Auch bei der Biosphäre haben wir Prozesse, die saisonal ablaufen, also innerhalb von einem Jahr. Oder eben auch, wir erkennen Migrationsbewegungen nach der letzten Kaltphase vor 15.000 Jahren, konnte man beobachten, wie die Baumgrenze sich wieder nach Norden verschoben hat. Auch das sind dann Prozesse, die wieder tausende Jahre dauern. Wichtiger Bereich auch bei den Schwankungen auf längerer Zeitskala sind die Ozeanzirkulationen, wo man bis 10 bis 100 jährliche Zyklen haben und dann auch Wechselwirkungen zwischen Atmosphäre und den Ozeanen, wo wie El Niño Southern Oscillation oder die NAO, Nordatlantische Oszillation, die hier auf Jahre bis Jahrhunderte Skala Schwankungen im Klima verursachen. Also wir verstehen diese Prozesse relativ gut. Wenn wir jetzt sozusagen wirklich wissen wollen, was in den nächsten 100, 500 Jahren passiert, sind natürlich nur die hier rot eingefärbten Prozesse relevant. Da können wir die anderen langfristigen Zyklen unterstellen, dass sie einigermaßen konstant bleiben. Also wenn man nur Milankovitch-Zyklen hernimmt, hier würden wir ungefähr, wir sind auf einem Weg zu einer neuen Kaltphase. Das Klimaoptimum in dieser Warmphase war vor ungefähr 7 bis 4.000 Jahren. Und es kommt auch immer in den Medien, wir sind eigentlich auf dem Weg in eine nächste Kaltphase, also in die nächste Eiszeit, wie es dann immer so schön heißt. Das ist richtig, aber das würde ungefähr noch 30.000 Jahre dauern, bis wirklich hier eine signifikante Vereisung wieder der Nordhemisphäre eintreten würde. Also da besteht in den nächsten paar hundert Jahren keine Gefahr, dass wir da in eine Eiszeit hineinrutschen durch die Milankovitch-Zyklen. Bei der Modellierung des Klimas versuchen wir sozusagen wirklich mit die Physik der Atmosphäre abzubilden, wie wir es auch bei unseren Wettervorhersagemodellen verwenden. Wir überziehen die Erde mit einem Gitter, lösen da die Grundgleichungen mit das sind mehrdimensionale Differentialgleichungen, die hier numerisch gelöst werden, um eben die Elemente wie Temperatur, Luftdruck, Wolken, Niederschlagsbildung und so weiter für jeden Punkt der Erde abzubilden. Und das eben sowohl horizontal als auch vertikal und natürlich auch den Austausch zwischen den Land- und Oberflächen und den Ozeanen und der Atmosphäre. Also da wird wirklich die rein mit physikalischen Prozessen hier das abgebildet. Und bei der Klimamodellierung muss man nicht nur eben das die Atmosphäre abbilden, sondern man hat auch viele andere Prozesse, die man berücksichtigen muss. Ganz wesentlich die Ozeane, aber eben auch die Eisinteraktion. Das beim Aufbau von Gletschern zum Beispiel oder ganz wichtig auch die Biosphäre muss abgebildet werden, weil die natürlich wichtige Rückkopplungsprozesse im Klimaablauf darstellen. Wichtig ist, dass sie die klimatischen und unsere Modelle in der Lage sein müssen, die klimatische Entwicklung der letzten Jahrzehnte, die wir beobachten haben, auch wirklich nachzubilden. Das ist eine wichtige Voraussetzung, zum Testen, ob Klimamodelle überhaupt alle relevanten Prozesse integriert haben. Und da gibt es seit dem dritten IPCC-Bericht aus dem Jahr 2001 ein Experiment, das seitdem immer wiederholt wird. Man sieht hier, diese rote Kurve ist jedes Mal die gleiche, das ist die globale Mitteltemperatur. Und die globale Mitteltemperatur ist ja ein relativ robustes Maß für den Energiegehalt im Klimasystem. Noch besser wäre eigentlich die Energiegehalte der Ozeane. Die können wir aber nicht so gut rekonstruieren in die Vergangenheit. Darum verwenden wir immer die globale Mitteltemperatur. Bei allen diesen drei Abbildungen ist die rote Kurve die gleiche. Und die grau hinterlegten Bereiche sind die Wertebereiche, die von einem Ensemble von ungefähr 20 Klimamodellen für diesen Zeitraum berechnet wurde. Und eben der unterste Grenze ist das kühlste Modell und die obere Grenze ist das wärmste Modell. Und hier bei dem links oben, bei diesem Experiment wurden in Klimamodellen nur die natürlichen Schwankungen, das ist die Schwankung der Polarkonstante aufgrund des Sonnenfleckenzyklus mitgeteilt und eben auch große Vulkanausbrüche, die hier zu Abkühlungseffekte durch Aerosole in der Stratosphäre führen. Die werden diesen Modellen mitgegeben. Und man sieht hier, dass am Beginn bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts das gar nicht so falsch liegt, die ganze Geschichte. Aber diesen raschen, starken Anstieg seit ungefähr den 1970er Jahren
kann man mit diesen Modellen dann nicht reproduzieren, wenn man ihnen nur diese natürlichen Faktoren gibt. Bei diesem zweiten Experiment hier rechts oben wird den Modellen nur der Anstieg der Treibhausgase und die Veränderung der Landnutzung mitgeteilt, aber nicht die natürlichen Schwankungen. Dann sieht man, dass es am Anfang und am Ende relativ gut passt, aber in der Mitte des 20. Jahrhunderts relativ schlecht. Aber wenn man den Modellen beide Faktoren, also Antriebe mitgibt, also den natürlichen und den anthropogenen, dann passt die Ergebnisse der Modelle recht gut auch mit den realen Beobachtungen zusammen. Und das lässt eben zwei Schlüsse zu, dass eben also zumindest für diesen Zeitraum von ab Mitte des 19. Jahrhunderts unsere Klimamodelle alle relevanten Prozesse, die das Klima zumindest auf der globalen Skala gesteuert haben, abbilden können und auch richtig abbilden. Und die zweite Schlussfolgerung ist, dass eben die Erwärmung der letzten 40 Jahre nur durch den menschlichen Einfluss und nur durch die Treibhausgase erklärt werden kann. Das heißt, der Mensch ist für diese Veränderungen hauptverantwortlich und allein die alleinige Ursache. Das ist ein sehr wichtiges Experiment, weil eben das auch zeigt, dass unsere Modelle robust genug sind, dass wirklich diese Prozesse abzubilden und diese Veränderung der Strahlungsantriebe richtig darzustellen und auch die daraus resultierende Temperaturentwicklung richtig darzustellen. Inzwischen wurde das Experiment immer wiederholt und beim letzten IPCC-Bericht hat man auch das auf nicht mehr nur global gezeigt, sondern auch für superkontinentaler Ebene und eben differenziert zwischen Ozeanen und Landmassen. Und man kann eben hier auch schon auf dieser Skala jetzt wirklich zeigen, dass die Modelle in der Lage sind, das nachzubilden und dass es auch sozusagen in der Lage sind, wenn wir jetzt diese Veränderungen in den nächsten 100, 200 Jahren anschauen werden, dass sich hier die richtigen Entwicklungen zeigen werden und dass wir hier wirklich auch unsere Entscheidungen darauf stützen können. Hier nur ein Beispiel, da, wenn man sich im Detail anschaut, hier die letzten 50 Jahre knapp, roten, verschiedenen bunten Linien sind verschiedene Gruppen, die die globale Mitteltemperatur berechnen. Man sieht ganz kleine Abweichungen, aber die sind schon relativ einheitlich, die Ergebnisse. Und der graue Bereich ist die Bandbreite von verschiedenen Modellen. Man sieht hier, dass die Modelle sehr gut in der Lage sind, hier diese Entwicklungen zu reproduzieren. Diese Abkühlung, die man hier im Jahr 1991 sieht, hängt mit dem Vulkanausbruch Pinatubo zusammen, der hier zu einer Abkühlung geführt hat. Und man sieht hier, dass die Modelle, die sehr realistisch auch schon nachbilden können. Also unsere Modelle sind durchaus belastbar, da braucht man nicht warten, dass man da irgendwann irgendwas besser weiß. Gut. Diese grundsätzliche Reaktion des Klimasystems, das können unsere Modelle wirklich schon gut genug. Kritischer wird es, wenn es darum geht, wie sich lokal extreme Ereignisse auswirken. Da wird es natürlich noch. Und da sind wir schon bei Prozessen, die in den Klimamodellen noch nicht wirklich drinnen sind. Und das sind diese sogenannten Tipping Points. Tipping Points sind im Prinzip Kipppunkte, wo wir wissen, da kann es Rückkopplungsprozesse geben, die den Klimawandel entweder global oder zumindest regional massiv modifizieren werden. Und die, wenn sie mal in Gang gesetzt werden, nicht mehr so leicht rückgängig gemacht werden. Also das heißt, dass sie irreversibel sind. Und da haben wir verschiedenste Prozesse. Da haben wir welche, viele hängen mit dynamischen Prozessen zusammen, wie etwa dem Monsun in Asien, aber auch in Afrika. Der El Niño, La Niña Entwicklung, die hauptsächlich im Pazifik eine Rolle spielt, oder auch die Tiefenwasserbildung im Nordatlantik, die hier für den Golfstrom und wie viel Energie dort transportiert wird, relevant sind. Dann haben wir Effekte, die mit der Biosphäre zusammenhängen, die eine Rolle spielen. Eben durch die Verlagerung der Regenverhältnisse in Afrika könnte es auch in die Sahara wieder grüner werden, was natürlich auch wieder Konsequenzen hätte für die Albedo. Wir haben ein Problem in Amazonas, dass hier
die Modelle zeigen, dass der Wassertransport in den Amazonas reduziert wird und dass sich hier das teilweise in Savanne umwandeln wird. Wir haben auch Probleme, mögliche Probleme mit den nördlichen Wäldern, den borealen Wäldern, weil hier die Wanderbewegung in die Tundra hinein extrem langsam geht. Da muss man einige hundert Jahre rechnen, bis hier wirklich signifikante neue Flächen erobert werden. An der Südgrenze kann diese Veränderung sehr rasch gehen, wenn Waldbrände größere Flächen vernichten und dann sich kein neuer Wald mehr etablieren kann. Das heißt, hier kann es zu einer zeitlichen Verzögerung kommen und zu großen Freisetzungen von CO2, die dann den Treibhauseffekt beschleunigen. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe, das sind die mit Eis zusammenhängt. Wir haben einen sehr raschen Rückgang des arktischen Meereises, wo wir hier große Flächen, die jetzt vereist sind, in Wasser umwandeln, was wesentlich mehr Energie wieder aufnimmt und damit auch mehr Energie ins System hineinbringt. Wir haben die Eisschilde in Grönland und auch in der Westantarktis, die sehr stark schmelzen. Bei Grönland geht man davon aus, dass es schon irreversibel ist und dass es nicht mehr verhindert werden kann, dass es abschmilzt. Das führt natürlich dazu, dass die Meeresspiegel sehr stark ansteigt und hier auch noch zu stärkeren Veränderungen kommt. Wir haben dann auch noch ein Problem mit dem Permafrost, weil in Sibirien und Kanada große Flächen mit permanent gefroren sind und darunter sehr viel Biomasse, aber auch Methan gelagert ist und wir nicht genau abschätzen können, wie viel ausgast, wenn dieses Permafrost auftaut. Auf jeden Fall wird hier noch zusätzlich CO2 und auch Methan in die Atmosphäre freigegeben werden, auch wenn wir als Menschen aufhören zu emittieren, allein weil der Boden auftaut. Und das sind Prozesse, die hier üblicherweise in den Klimamodellen noch nicht abgebildet sind oder nicht richtig abgebildet sind. Und daher auch noch zu Überraschungen führen können und teilweise die gesamte Entwicklung massiv beschleunigen können. Es gibt auch hier sozusagen eine Einschätzung, wie rasch diese verschiedenen Effekte starten. Und diese Gradabweichung bezieht sich immer vorindustriell. Und wir sind jetzt schon bei über einem Grad im Vergleich zu vorindustriell. Und man sieht hier, die gelben Bereiche sind Sachen, die jetzt faktisch zum Laufen beginnen. Wir haben Probleme mit den Korallen. Da werden Sie später noch was von Franz einiges hören. Wir haben Probleme mit dem arktischen Meereis. Die alpinen Gletscher können wir selber alle zuschauen, wie die weggehen. Und ich habe schon angesprochen, Grönland, das Eisschild und die Westantarktis, die haben auch jetzt schon Probleme. Also die sind schon fast im Gange. Beim Permafrost wirklich problematisch wird das und das die ostantarktische Eisschicht erst, wenn die globale Wärmung über 5 Grad hinausgeht und die orangen Teile sind irgendwo dazwischen. Auf jeden Fall haben wir den Effekt, je stärker die Erwärmung ist und je rascher die Erwärmung abläuft, umso mehr von diesen Kipppunkten werden relevant werden. Und das ist auch der Grund, warum wir auf jeden Fall versuchen müssen, selbst wenn wir das Pariser Ziel nicht mehr erreichen sollten, die Erwärmung möglichst zu verzögern und möglichst gering zu halten. Auch wenn es eventuell nicht mehr gelingt, das 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Beispiel arktisches Meereis, da sieht man hier die Veränderung in den letzten, seit wir Satellitenaufnahmen haben, das geht zurück bis 1978. Und in diesem Zeitraum haben wir eine Veränderung von ungefähr 13% pro Dekade eine Abnahme. Und man sieht hier, wir haben im September, wir hatten in den 80er Jahren noch ungefähr 7 Millionen Quadratkilometer Eis und jetzt sind wir irgendwo knapp über 4 Millionen. Wir haben fast 3 Millionen Quadratkilometer Eis in Wasser umgewandelt und natürlich Eis reflektiert ungefähr 80% der hereinkommenden Sonnenstrahlung und Wasser absorbiert 90%. Also man sieht, mit dieser Methodik führt man mehr Energie in das Klimasystem hinein. Und ein Problem ist, dass wir sehen, ist, dass was man hier sieht, wie alt das arktische Meereis ist. Und je älter das arktische Meereis ist, umso dicker ist es und umso robuster ist es und resilienter gegenüber das Auswappern während des Sommers. Und man sieht hier die weißen Flächen,
die in den 80er Jahren, wo mehr als vierjähriges Eis ist, das dann auch besonders dick war, da gab es noch ungefähr 2 Millionen Quadratkilometer in den 80er Jahren und das ist jetzt faktisch vollkommen verschwunden. Und der Großteil des Eises, das wir jetzt noch haben, ist einjähriges Dürres. Und eigentlich brauchen wir nur einen so ungewöhnlichen Sommer wie das Jahr 2012. Und wir werden das erste Mal erleben, dass das arktische Meer als vollkommen eisfrei sein wird. Und sobald das einmal erreicht ist, haben wir nur noch einjährliches Eis und wir haben überhaupt kein dickes Eis mehr. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass dann das jedes Jahr ausappert, ist dann wesentlich höher, weil eben kein altes, dickes Eis mehr im ganzen System noch vorhanden ist. Das heißt, sobald das einmal passiert ist, ist das System wesentlich anfälliger für Schwankungen und wird viel rascher letztlich ausatmen. Also das Prozess ist faktisch nicht mehr aufzuhalten. Jetzt komme ich zu ein paar Argumenten von den Klimaskeptikern. Das Klima hat immer schon geschwankt. Das ist richtig. Im Prinzip kann man sagen, alle diese Einteilungen in verschiedenen Erdzeitaltern war auch immer in Zusammenhang mit Temperaturschwankungen. Hier nur eine grobe Darstellung einer nichtlinearen Zeitskala, welche Schwankungen wir hier da gesehen haben. Und faktisch alle diese Umbrüche waren mit Klimaschwankungen verbunden. Das heißt aber nicht, dass wir damit kein Problem hatten. Also genau die Biosphäre hatte mit 5 Massenaussterben reagiert auf Ereignisse, die nicht unbedingt immer vom Klima ausgelöst wurden, aber wo es auch immer klimatische Folgewirkungen letztlich dann zu diesen großen Problemen geführt haben, sei es jetzt Vulkanausbrüche, gigantische oder eben auch Meteoriteneinschläge, die dann klimatische Wirkungen hatten, weil so viel entweder Staub aufgewirbelt wurde, dass das sozusagen zur Abschattung der Sonne gekommen ist. Und insofern hat immer das Klima hier auch mit einer Rolle gespielt. Und diese Aussage vom Klimaskeptiker, das Klima hat schon immer geschwankt, impliziert immer so ein bisschen, das hat aber eh nichts gemacht. Aber dem ist nicht so. Also langfristigen gesehen hat das Klima, die ganze Biosphäre Probleme mit Klimaschwankungen und auch mit dem sehr stabilen Klima des Holozäns, wo die Schwankungen nur ungefähr plus minus 0,5 Grad in der globalen Mitteltemperatur betragen hat, gab es immer wieder massive Probleme für die menschliche Zivilisation, wo hier Völkerwanderungen ausgelöst wurden oder zumindest mit Auslöser waren für massive Probleme für unsere sozioökonomischen Systeme. Und wenn wir das langfristig zurückschauen, ich habe es vorher schon angesprochen, wir wissen ziemlich genau, was die Schwankungen waren. Wir haben die Kontinentaldrift, die Zusammensetzung der Atmosphäre, eben Naturkatastrophen und Vulkanausbrüche. Wir haben ein sehr gutes Verständnis davon, was da in der Vergangenheit passiert ist. Da war auch nicht der Mensch schuld, das ist richtig, aber bei dem, was jetzt passiert, da ist eben der Mensch schuld. Und eigentlich ist das Argument, unser Klimasystem hat in der Vergangenheit immer schon geschwankt, zeigt eben, wie verwundbar unser Klimasystem eigentlich ist und dass schon kleine Störungen in der Energiezufuhr, wenn sie nur lang genug andauern, ausreichen, um unser System ins Kippen zu bringen. Hier noch einmal diese Darstellung des Eiszeitalters, wo wir haben, also das ist richtig, auch da wissen wir genau, was die Ursachen dafür sind. Jetzt im Eiszeitalter, wo mindestens 10% der Erdoberfläche vereist sind, sind wir hochlabil. Schon diese Schwankungen der Milankovitch-Zyklen, die auch in der Größenordnung von ein paar Watt pro Quadratmetern sind, reichen aus, um uns von den Warm- und Kaltphasen hin und her switchen zu lassen. Nur hier die Darstellung dieser Milankovitch-Zyklen. Wir haben eben Periodizitäten, die sich überlagern und die dann dazu führen, dass wir eben speziell auf der Nordhemisphäre, wo wir so viele Landmassen haben, zu geänderten Energieflüssen haben und über Rückkopplungsprozessen wird dann diese geringe Veränderung der Einstrahlung letztlich in diese große Klimaveränderung umgewandelt. Also die Rückkopplungsprozesse
Und hier vor allem die Eisbildung, die Schneeakkumulation, Eisbildung auf der Nordhemisphäre sind in der jetzigen Situation, wie die Erde da ist und wie die kontinentale die Kontinente verteilt sind, der Hauptfaktor, der hier ausschlaggebend ist. Eben unser Klimasystem ist eben sehr labil und anfällig für Veränderungen. Das ist eben ein Beweis dafür, warum wir eigentlich so aufpassen müssen durch den Klimawandel, weil in gerade diesen Blankovic-Stücken zeigen, dass schon diese geringen Änderungen ausreichen, um hier aus dem Gleichgewicht herauszukommen. Das braucht nur, da diese Wirkung lang genug sein, damit eben die Rückkopplungsprozesse Zeit haben, dass die positiven Rückkopplungsprozesse überwiegen und das Signal eben langfristig verstärken. Und wesentlich dabei sind eben die CO2-Rückkopplung aus den Ausgasen, aus den Meeren, Wasserdampfrückkopplung in den Polarregionen, wo es noch sehr kalt ist. Und das Wichtigste ist die Schnee-Albedo-Rückkopplung, wo hier große Energien sozusagen verschoben werden durch die Veränderung der Rückstrahlung und dann auch noch der Meeresspiegelanstieg wird es ja auch noch zu Veränderungen führen. Und die zusammen bringen dann das Klima langfristig aus dem Gleichgewicht. Es gab auch immer das Argument, dass die Erwärmung hat eine Pause eingelegt und man sieht hier bis zum Jahr 2014 hat es so ausgesehen, wie wenn hier eigentlich ein Plateau erreicht ist und der CO2-Gehalt ist aber weiter angestiegen. Da gab es massiv Argumente, Kampagnen von Klimaskeptikern, wieso erwärmt sich die Erde nicht mehr, die Treibhausgase steigen ja weiter, das passt ja alles nicht, was die Forschung behauptet. Grund hier war, dass eben das Jahr 1998, das hier so warm war, ein starkes El Niño-Jahr war und Linio-Jahre sind immer besonders warm, weil hier der Pazifik über Monate außergewöhnlich warm ist. Und dann gibt es auch sehr warme globale Mitteltemperaturen. Und im Jahr 2016 war dann wieder ein Linio, was mit einer ähnlichen Größenordnung und man sieht man jetzt wieder, dass eben die Erwärmung im Hintergrund weitergegangen ist. Das ist etwas, was eben Klimaskeptiker immer gern aufgreifen. Jetzt funktioniert das Argument nicht und wird es auch nicht mehr verwendet. Wenn es wieder mal eine Plateauphase geben wird, wird es kommen. Derzeit wird das von unseren, teilweise von den Skigebieten verwendet, dass die Wintertemperatur bei uns in den letzten Jahrzehnten ja gar nicht angestiegen ist. Das wird sozusagen auf verschiedensten Ebenen gespielt. Und das Problem ist, dass man, wenn wir Zeitreihen haben, die natürliche Schwankungen drinnen haben und einen Trend, kann man dazwischen immer beliebige Perioden heraussuchen, wo ich mir beliebige Trends hineinlegen kann. Ich kann sozusagen in eine steigende Kurve, die langfristig steigt, immer wieder mir Phasen heraussuchen, wo ich einen scheinbar fallenden Trend habe. Und das ist etwas, was eben dann von Skeptikern für die Argumentation immer wieder was auch immer wieder kommt, ist die Sonnenaktivität. Und da ist mal wichtig, die Sonne ist die einzige Energiequelle, die wir haben für das Klimasystem. Und wenn sich da was tut, wenn sich da was verändert, dann muss sich das Klima auch reagieren. Und letztlich diese Schwankungen, die wir da gesehen haben durch Milankovic, modifizieren ja auch genau den Input der Strahlung. Also das heißt, wenn da aber bei der Strahlung was passiert, dann muss das Klima reagieren. Wichtig ist, dass hier Argumente hauptsächlich von Astronomen kommen, dass der Sonnenfleckenzyklus hier eine Auswirkung hat. Und hier gab es eine berühmte Arbeit von Chris Christensen aus dem 91er Jahr in Science, der hier eine Kopplung der globalen Mitteltemperatur mit der Länge des Sonnenfleckenzyklus gemacht hat. Und diese Arbeit wird immer noch zitiert und häufig noch verwendet. Und es gab auch dann Rekonstruktionen über die Sonnenaktivität und die Schwankungen der Solarkonstante. Das ist eine Arbeit noch aus dem Jahr 2000 von einer Forschungsgruppe. Und da ist wichtig zu sagen, die Strahlung der Sonne können wir erst richtig messen, seit wir Satelliten haben im Weltraum und eben seit wir gute Messungen haben am Erdboden, die gehen ungefähr 100 Jahre zurück. Der Rest wird irgendwie aus Proxys geschätzt und da ist immer die Frage, wie gut sind diese Methoden. Auf jeden Fall in dieser Arbeit, die jetzt 20 Jahre alt war, kam man auch dazu, dass hier diese Schwankung der Solarkonstante mit dem Mount Minimum, was im
Beginn des 19. Jahrhunderts aufgetreten ist, dass das ungefähr 2 Watt pro Quadratmeter ausmacht. Und grob ist ungefähr das, was wir bis zum Jahr 2010, ungefähr das, was der Strahlungsantrieb von Menschen gewesen wäre. Also wenn diese Rekonstruktion stimmen würde, dann wäre ungefähr der Input von der Solarkonstante ähnlich wie von den Menschen. Aber real gab es dann von der gleichen Gruppe 5 Jahre später eine neue Bewertung der Rekonstruktionen und ist herausgekommen, dass die wesentlich geringer geschwankt haben, weil eben die Ansätze, die wir verwendet haben, nicht belastbar waren und dass eben die Schwankungen hier von der natürlichen, von der Solarkonstante deutlich geringer sind und deutlich kleiner als ein Quadratmeter. Also das ist wichtig, diese Sonneninput ist wesentlich geringer. Und es wird aber trotzdem immer noch diese ältere Arbeit zitiert, wo gezeigt wird, dass das ein wichtiger Faktor ist. Im letzten IPCC-Bericht ist hier diese Darstellung gekommen, wo alle menschlichen Aktivitäten gewichtet sind, weil wie viel sie beitragen zum Strahlungsantrieb. Und da sieht man hier, die Sonne ist sehr gering, ein ganz klein 0,05 Watt pro Quadratmeter ist der Beitrag durch die geänderte Solarkonstante. Und hier sieht man die Summenwirkung. Da war man 2011 bei 2,3 Watt ungefähr, 1980 ungefähr bei 1,25 und 1950 bei 0,6. Wir haben faktisch eine Verdoppelung dieses Strahlungsantriebs innerhalb von ungefähr 30 Jahren. Und da sieht man, wie schnell wir hier das jetzt verhindern. Und weil die Treibhausgase so langlebig sind, wird dieser zusätzliche Strahlungsantrieb zumindest einige 100 Jahre weiter stattfinden. Momentan ist der Strahlungsantrieb schon über 3 Watt, weil wir eben die Konzentrationen so rasch verändern. Diese Sonnenflecken werden immer noch sozusagen gerne verwendet. Ich habe da eine Abbildung gemacht, wo man die Sonnenflecken der Zahl als Indikator verwendet. Das sind diese blauen Bereiche und die Temperaturanomalie. Da sieht man hier einen gewissen Zusammenhang, der immer noch gespielt wird, der im 20. Jahrhundert eine Zeit lang gegeben war. Aber wenn man die Kurven weiterzieht, dann sieht man, dass das überhaupt nicht mehr zusammenpasst, weil die Sonnenfleckenaktivität in den letzten paar Zyklen wieder stark abgenommen hat, die Erwärmung massiv weitergegangen ist. Aber das hindert die Klimaskeptiker trotzdem nicht, dieses Argument immer noch zu verwenden. Da hört dann meistens die Zeit irgendwo um 1980 herum auf. Und damit bin ich jetzt schon beim Schluss und komme zu meinen Schlussfolgerungen. Wichtig ist, also der von Menschen verursachte Klimawandel kann mit Messungen global, aber auch bei uns in Österreich gut belegt werden. Und der Anstieg ungefähr der 1970er Jahren hat sich massiv beschleunigt und der kann auch nur, global wird das besonders sichtbar, eben auch durch den Meeresspiegelanstieg, den Rückgang vom arktischen Meereis. Und eben auch das Anstieg für der globalen Mitteltemperaturen, das sind eben die Indikatoren hier. Bei uns in Österreich hat man auch den Gletscherrückgang, den man sich wirklich selber auch anschauen sollte. Da kann man das wirklich hautnah erleben. Wir spüren es auch immer mehr in der Hitzebelastung in den Städten und eben auch die Schneedecke in tiefen Lagen. Da hat sich auch einiges verändert in den letzten Jahrzehnten. Das sind hier auch noch zusätzliche Indikatoren, die man bei uns gut erkennen kann. Wenn man den Treibhauseffekt anschaut, das ist einfach Physik, Chemie des 19. Jahrhunderts und da geht es um die Eigenschaften von Gasen und um die Schwarzkörperstrahlung. Die sind faktisch geklärt seit dem 19. Jahrhundert und werden in vielfältigen technischen Prozessen genutzt. Und ohne Treibhauseffekt wäre es bei uns in 33 Grad kälter und Leben in der jetzigen Form einfach nicht möglich. Und wenn man die Klimamodelle in Frage stellt, also unser Verständnis vom Klimasystem und unsere Modelle sind wirklich gut genug, um hier diese Wirkung der Strahlungsantriebs auf das Gesamtsystem abschätzen zu können und zu zeigen, dass hier Auswirkungen des menschlichen Handels sein werden. Wenn es darum geht, was dann das Klimasystem wirklich mit dieser zusätzlichen Energie macht, und wenn es auch darum geht, wie müssen wir uns anpassen, da sind sicher noch Fragen offen, weil eben auch teilweise noch Prozesse nicht wirklich in den Modellen drinnen sind. Aber das ist auch wichtig,
Wir haben allen Grund, sofort Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen, weil wir sehen, dass das System reagieren muss, weil hier mehr Energie hineinkommt. Und wir eben nicht ganz genau wissen, was da alles daraus herauskommt. Was auch immer wieder sozusagen sehr bei dieser Diskussion hineinkommt, wir als Wissenschaftler, wir leben davon, dass wir mit den Erklärungen, die wir kriegen, nicht zufrieden sind, also dass wir kritisch sind. Also kritisch sein ist was Positives im wissenschaftlichen Kontext, weil wir sonst uns gar nicht auf die Idee nehmen würden, uns mit Forschung zu beschäftigen. Und dieser Skeptizismus wird eben auch gerade oft von Lobbyisten einfach gezielt ausgenutzt, um da zu sagen, okay, da kann man Zweifel sehen, da ist man noch nicht sicher. Und es ist auch wichtig, dass wir in der Forschung den Begriff Unsicherheit ganz anders verwenden wie in der breiten Öffentlichkeit. Also Unsicherheiten sind, also jede Messung ist mit Unsicherheiten behaftet. Es gibt keine hundertprozentig sichere Messung. Und wenn wir Unsicherheiten angeben, ist das ganz normal. Aber im Alltagssprache ist Unsicherheit etwas, ich weiß etwas nicht. Und das ist natürlich ein ganz anderes Verständnis. Und genau mit solchen Doppeldeutigkeiten wird hier von Lobbyisten letztlich argumentiert. Und sie sehen da Zweifel und brauchen und verwenden irgendwelche Argumente, die sie selber gar nicht beweisen können oder wollen. Sie tun es auch nicht. Und sie verwenden es, bis man, wir als Wissenschaft müssen dann versuchen, das irgendwie zu widerlegen. Wenn wir es dann getan haben, nehmen sie das Argument und fangen mit dem von vorne an und das Spiel dreht sich dann im Kreis und in 10 Jahren verwendet es wieder das nächste. Also das ist etwas, wo man eigentlich als Wissenschaftler nicht sozusagen nachkommen kann, das wirklich permanent immer zu widerlegen. Und diese Missinformation geht wirklich letztendlich darum, damit hier nicht von der Politik und dem grundsätzlich Maßnahmen gesetzt werden, dass man in eine Transformation hineinkommt, damit das nicht stattfindet oder zumindest verzögert wird. Und Hauptgrund ist eigentlich darum, damit man hier bestehende Technologien noch nutzen kann, um hier irgendwie Stranded Costs für die Entwicklung zu minimieren. Das beste Beispiel ist der Verbrennungsmotor bei Autos bei uns in Europa. Da wollen sogar die großen Autobauer ihre Dieselmotoren entwickeln, nicht noch irgendwie möglichst nutzen, bevor sich dann die Technologie letztlich wahrscheinlich verboten wird. Und da gibt es natürlich riesige wirtschaftliche Interessen. Und da werden oft auch Einzelpersonen, die ja besonders glaubwürdig sind, wenn sie selbst davon überzeugt sind, wovon sie reden, werden da auch häufig eingesetzt und teilweise auch missbraucht. Das ist auch bei BBC-Autoren schon öfters vorgekommen. Für mich natürlich als Universitätslehrer geht es darum, dass wir faktenbasiert Wissen bereitstellen und ich gehe auch davon aus, dass es langfristig durchsetzen wird. Auch bei den US-Wahlen hat sich das irgendwie ein bisschen durchgesetzt und ein bisschen geholfen, wobei man zwischendurch schon sehr stark ins Zweifeln kam. Aber langfristig, glaube ich, sollte das so sein. Es ist auch ein bisschen so, jetzt mit Covid hat es jetzt wieder gelegt, aber es waren gerade in den Jahren davor doch die Klimaleugner wieder sehr aktiv, also viel aktiver wie vor 10 Jahren. Und das hängt mit einer gewissen Nervosität zusammen bei den Vertretern der fossilen Energie, weil wenn das Ganze die Klimaschutzaktivitäten mal voll ins Laufen kommen, kann auch eine neue Dynamik entstehen, wo dann die Transformation die New Technology ist und fossile Energie, Old Technology und auf einmal stehen sie einfach hinten nach. Also da hat man im Prinzip Angst und ist auch, also insofern ist auch diese Aktivität auch ein gewisses positives Zeichen. Wichtig ist aber natürlich jetzt, weil wir haben jetzt diese Covid-19-Krise, verdrängt zwar das Klimathema ein bisschen aus der Öffentlichkeit, aber es gibt natürlich eine riesige Chance. Wir haben, die Wirtschaft muss großteils staatlich wieder gestützt werden. Wir hatten lang das Paradigma, die Wirtschaft, wenn man sie allein lässt, dann regelt sie alles. Wir brauchen keinen Staat. Wir kennen das Schlagwort der schlanke Staat. Das Thema ist weg. Also jeder will jetzt wieder sozusagen einen Staat, der die Wirtschaft stützt. Fluggesellschaften müssen gerettet werden. Es gibt natürlich auch die Chance, hier diesen Break zu nutzen, um hier das ganze System mit einem nachhaltigeren, langfristig nachhaltigeren Ansatz neu hochzufahren.
ich hoffe, das wird genutzt. Es gibt gewisse Anzeichen, dass zumindest die EU den Green Deal nicht gleich vollständig fallen hat lassen. Aber wir werden sehen, was passiert, wenn jetzt die Akutkrise, die Gesundheitskrise vorbei ist und dann die ökonomische Krise noch lange nachhängen wird, was dann wirklich passieren wird. Aber man sollte das jetzt noch als Chance sehen und jetzt Druck aufbauen und hier wirklich die Politik auch letztlich zum Handeln zu bringen. Weil Eigeninitiative ist gut, aber wir brauchen auch die politischen Rahmen. Damit bin ich. Danke. Vielen herzlichen Dank, Herr Vollmeier, für diesen überaus interessanten Vortrag. Ja, also der Blick eines Meteorologen und Klimatologen, das war jetzt keine leichte Kost, vor allem für unsere Lehramtsstudierenden, die leider ja in ihrem Biologie- und Umweltkundestudium weder Chemie noch Physik drin haben mehr. Deswegen ist es gut, dass wir jetzt, glaube ich, auch noch eine Fragestunde haben. Ich habe gesehen, im Chat sind auch einige fachliche Fragen auch noch an Sie gestellt. Vielen Dank auch, dass Sie uns dann am Ende des Vortrags auch nochmal Argumente wieder der Klimaskeptiker vorgestellt haben. Ich muss immer wieder feststellen, dass man gerade an diesen Themen eben sieht, wie wichtig es ist, dass wir eben als Lehrende, egal ob es jetzt an der Schule oder an der Hochschule ist, dass wir eben diese Scientific Literacy, diese naturwissenschaftliche Grundbildung vorantreiben und was für eine große Verantwortung wir eigentlich haben. Es fiel auch das Wort Missbrauch auf einer Ihrer Folien, Wissenschaftsskepsis, Fake News. Sie haben ja sehr viele Themen jetzt angeschnitten. Ich denke, wir haben sehr, sehr viel Futter jetzt für eine Diskussion. Wir haben jetzt 17.17 Uhr. Eigentlich hätten wir schon ein bisschen in der Diskussion sein. Ich würde gerne 5 Minuten von der Pause auf jeden Fall dran geben und die Diskussion jetzt gerne starten. Und bitten, dass die Veronika Winter mich darin ein bisschen unterstützt, denn wir haben jetzt parallel Menschen, die sich möglicherweise zu Wort melden und Menschen, die in den Chat schon geschrieben haben. Frau Winter, ich denke, Sie haben ein bisschen Auge drauf gehabt. Ein paar Dinge haben wir schon auch während des Vortrags beantwortet, aber einige Dinge sind noch offen. Und wir würden uns jetzt freuen, Herr Vollmeier, wenn wir mit Ihnen noch ein bisschen Zeit hätten zu diskutieren. Haben Sie denn noch die 5 Minuten länger oder haben Sie direkt einen Anschlusstermin? Ich muss noch kochen gehen. Also sonst, ich bin heute Homeoffice, also von dem her ist das kein Problem. So Homeoffice noch nicht. Wunderbar, das ist ganz toll. Dann übergebe ich jetzt mal an Frau Winter, die, glaube ich, ein Auge auf den Chat hatte. Ja, gut, Herr Vollmeier, vielen Dank nochmal von mir. Die erste Frage kommt von Katrin Hippmeier. Sie fragt sich, worin sehen Sie oder Ihre Kolleginnen aus der Meteorologie noch die größte Hoffnung, das Weltklima zu retten? Wir müssen die Emissionen runterbringen. Das ist die einzige Möglichkeit, um hier was weiterzubringen. Und das geht eigentlich nur, wenn wir die Emission von Treibhausgasen mit einem Preis verfügen. Das ist wirklich, da sind alle Experten einig. Es braucht eine, so etwas wie eine CO2-Steuer oder ein Handelssystem, wo die Emission von Treibhausgasen mit Kosten versehen wird. Das ist auch teilweise in skandinavischen Ländern teilweise schon etabliert. Das wird auch in Österreich, steht das im Regierungsprogramm drinnen, die sozioökonomische, ökosoziale Steuerreform, wo die Emission mit Kosten versehen wird. Am besten wäre ein Preis von 100 Euro pro Tonne CO2-Äquivalent. Wäre, wenn man das sozusagen etablieren könnte weltweit, hätten wir noch immer sehr gute Chancen, dass sogar das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. In Deutschland ist er schon eingeführt, da beginnt man mit 25 Euro für die Tonne, steigert es bis 2025 auf 50 Euro. In Österreich werden wir sehen, das soll es kommen, wir werden sehen, was man sich traut. Aber immerhin geht man es an. Also ich glaube, das ist klar, dass man in die Richtung gehen muss. Man muss es halt versuchen, auch möglichst europaweit oder wenn überhaupt geht, global rüberzubringen. Ja, danke schön. Darf ich da ganz kurz noch was dazu sagen, Herr Vollmeier, zu diesem Statement? Ich hatte einen Vortrag halten dürfen
von dem Kollegen Volker Moosbrugger von der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, der eben genau das auch gesagt hat und der, glaube ich, einen sehr guten Vergleich gebracht hat, wie man das Menschen auch näher bringt. Der hat nämlich gesagt, wenn es um den Wasserkreislauf geht, ist das eigentlich für uns selbstverständlich, dass wir sowohl für das Trinkwasser als auch für das Abwasser zahlen. Und genau so muss das quasi auch bei den Menschen in die Köpfe, dass wir eben auch letztendlich dann Steuern zahlen für das CO2, was wir eben ausstoßen. Das fand ich eigentlich eine ganz schöne Parallele, die man, glaube ich, im Unterricht auch gut verwenden kann. Ich glaube, was man auch sagen kann, ist, es ist bei uns hat man üblicherweise ja im ganzen Rechtssystem und auch im Handel das Verursacherprinzip. Außer hier bei den Umweltkosten, da versucht man die zu externalisieren. Das heißt, es werden die Schäden in der Umwelt, in der Gesundheit, werden versucht von den Firmen nicht in das Produkt hineinzurechnen. Und ich glaube, da geht es darum, dass hier diese Kosten, die derzeit auf die Gesellschaft abgewälzt werden, wieder in die Produkte hineinkommen. Und das ist das Wichtige, dass das auch für die Treibhausgase passiert. Bei vielen anderen Bereichen ist das sozusagen möglich, wird es auch gemacht. Aber bei der fossilen Energie, die war einmal so systemrelevant, dass man darauf verzichtet hat, die ist es nicht mehr. Und das jetzt geht es darum, hier wirklich diese Allgemeinkosten, die auf die Allgemeinheit umgewälzt wird, wieder in die Produkte hineinzubringen. Und auch so könnte man es argumentieren. Ja, vielen Dank, Herr Vormeyer. Sie haben jetzt die politischen Rahmenbedingungen angesprochen und vor allem und die Gestaltung der Rechtssysteme. Jetzt kam noch eine Frage von Denise S. Die würde Folgendes interessieren. Was denken Sie, könnten denn Schülerinnen und Schüler selbst tun, um der Klimakrise entgegenzuwirken? Was sehen Sie da für Potenziale? Ja, es gibt viele Möglichkeiten, wirklich selbst auch zu handeln und Bewusstsein zu setzen. Also das beginnt von der Mobilität, vom Essensverhalten, wo es um das eigene Verhalten geht. Und da gibt es auch schon sehr viele Hinweise von verschiedensten Einrichtungen, die hier aktiv sind, von NGOs, die hier Material zur Verfügung stellen. Und das ist, glaube ich, alles gut. Aber ich glaube, was auch extrem wichtig ist, man darf hier nicht die Verantwortung nur auf die Einzelpersonen machen müssen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man den Jugendlichen mitgibt, dass man auch politisch agieren muss und dass die Politik reagieren muss. Wir haben ja das Glück, dass wir in einem demokratischen System leben. Das heißt, die Politiker müssen wiedergewählt werden. Also sie müssen auch so agieren, dass sie wiedergewählt werden. Und da braucht es auch so ein klares Statement aus der Gesellschaft heraus, ihr werdet es nicht gewählt, wenn ihr da nichts macht. Momentan ist es genau umgekehrt. Die Politiker sind natürlich, und Entscheidungstragenden sind natürlich von Lobbyisten Umgebung, wo eben große Wirtschaftsinteressen versuchen, hier Einfluss auf die Politik auszuüben. Wenn da kein Gegengewicht aus der Gesellschaft kommt, dann wird sozusagen hier das nicht wahrgenommen. Und da heißt, ich glaube, es braucht auch eine Repolitisierung der Jugend, was ja mit Fridays for Future teilweise geschehen ist und ein sehr wichtiges Statement war. Man hat ja auch gesehen, dass es sofort Wirkung gezeigt hat. Also ich glaube, die Fridays haben in ein paar Wochen mehr erreicht, wie wir in 30 Jahren Klimaforschung. Von was öffentliches Interesse zumindest betroffen haben. Wobei die Jugendbewegung ja auf 30 Jahre Aktivismus und Wissenschaft aufgebaut hat, aber danke natürlich. Eine Frage ist noch mehrmals im Chat gekommen. Wie schätzen Sie denn die Chancen und Risiken von Geoengineering ein? Und vielleicht nochmal kurz für unsere Zuschauerinnen eine kurze Erklärung, was Geoengineering genau beinhaltet, weil ja nicht alle am selben Wissensstand sind. Ja, es gibt verschiedene Varianten von Geoengineering. Einige zielen darauf ab, den CO2 wieder aus der Atmosphäre zu kriegen. Das sind noch relativ Ansätze, die einigermaßen ja realistisch sein können. Zum Beispiel, wenn wir riesige neue Wälder in der Lage sind, so zu pflanzen, die dann massiv CO2 aufnehmen, ist das eine Möglichkeit, CO2 wieder aus der Atmosphäre herauszubekommen. Es gibt auch Ideen, mit irgendwelchen technischen Verfahren die herauszufiltern, die dann wieder sehr viel Energie brauchen, wo man dann die Frage ist, wo kommt die Energie her, wie effizient ist, kann so etwas überhaupt sein und wie teuer ist sowas. Da geht es darum, dass die CO2 oder Treibhausgase aus der Atmosphäre wieder herauszukriegen.
Auch eine Variante war zum Beispiel die biologische Pumpe in den Ozeanen durch Eisenoxiddüngung anzuregen und damit mehr. Da gibt es aber auch schon Feldversuche, wo man gesehen hat, dass das nicht so wirklich gut funktioniert. Und die andere Variante ist, dass man versucht, die Erwärmung durch die Treibhausgase, durch Abkühlung, durch Aerosole oder andere Maßnahmen, die die Sonneneinstrahlung reduzieren, zu verhindern. Oder um das damit auszugleichen. Und die sind hochgefährlich. Also da muss man schon sagen, weil wir haben das eine Experiment laufen mit den Treibhausgasen und da weiß man nicht genau, was rauskommt. Wenn man dann dem noch ein zweites Experiment drauf schnallt, mit wir emittieren riesige Mengen von Aerosolen, um hier zu kühlen, weiß man überhaupt nicht mehr, was herauskommt. Wir wissen, dass es grundsätzlich funktioniert von Vulkanausbrüchen, aber auch von dort wissen wir, dass es nicht egal ist, wo und wann wird was emittiert und welche Wirkungen folgen daraus. Auf jeden Fall werden hier auch große andere Wechselwirkungen zu erwarten sein. Es werden sich Niederschlagsverhältnisse verändern, wenn man das wirklich angeht. Es wird sich die Einsparungsverhältnisse verändern. Und im Prinzip hat man auch bei dem, wenn man das wirklich angehen will, die Frage, wer übernimmt die Kosten, wer setzt das um, wer übernimmt die Verantwortung, wer trägt die Kosten, wenn was schief geht. Das wären ähnlich komplexe Verhandlungen, wie wir sie derzeit bei den Klimaschutzverhandlungen in den COPs haben. Und daher ist das nicht wirklich eine realistische Variante. Und aus meiner Sicht auf jeden Fall nicht anzuwenden, solange wir nicht wirklich wissen, was dann wirklich passiert. Und letztlich müsste man diese Informationen wieder in unsere Klimamodelle einfliegen, was wir auch in Experimenten natürlich tun. Aber eben dann sehen wir hier, dass Veränderungen in Gang kommen, die wir auch nicht wieder wissen, wo die letztlich landen. Und das, denke ich, wäre schon sehr eigentlich kriminell, wenn wir in dieser Richtung das als große Hoffnung sehen. Vielen Dank, Herr Vormeyer, für den Vortrag und für die Beantwortung der Fragen unseres Publikums. Herzliches Danke.